Der Fachkräftemangel hat sich in den letzten Jahren verstärkt. Verschont wird fast keine Branche und der Sektor Verkehr hat mit diesen Auswirkungen von fehlendem Personal ebenfalls zu kämpfen. Auch das Verkehrswahrzeichen der Stadt Salzburg spürt diese Entwicklung in der Branche deutlich. Mit dem Obuslenker Qualifying startet die Salzburger AG eine neue Form des Recruiting-Verfahrens. Ende Oktober konnten sich so Interessierte über das Berufsbild des Obuslenkers informieren und bewerben. Ich habe das über die Medien erfahren, bin selber Busfahrer, allerdings in einem anderen Unternehmen, wo es mir nicht mehr so Spaß macht und mich reizt, diese Herausforderung in Salzburg zu arbeiten. Es ist eine große Stadt, es ist teilweise sehr enge Straßen, also man hat auch jeden Tag anderes Publikum. Also ich denke mal, es wird eine anspruchsvolle, aber auch schöne Tätigkeit und es wird nie langweilig. Neben einem Mindestalter von 21 Jahren sollten die Bewerberinnen und Bewerber auch den Führerschein der Klasse B besitzen. Im Anschluss daran wird der Führerschein der Klasse D gemacht. Sollte man diesen schon haben, kann man gleich in das interne Schulungsprogramm einsteigen. Beim ersten Obuslenker Qualifying wurde mit Stolz der öffentliche Verkehr in der Stadt Salzburg präsentiert und man weiß natürlich auch, was die neuen Kolleginnen und Kollegen für den Job mitbringen müssen. Sie müssen Freude haben bei dem vielen Fahren. Viele Kilometer bringen sie aber. Das müssen sie mögen. Das zweite ist, sie müssen gern mit Leuten arbeiten. Und drittens, ich habe viel Freizeit. Ich habe zwar am Wochenende Dienst, aber unter der Woche, ich kann Skifahren, bin allein auf der Piste. Kann mit meiner, mit der Gattin, was zu Hause ist, Tennis spielen. Das kann ich alles unter der Woche machen, wo kein Stress ist. Am Wochenende tut es ja jeder. 126 Besucher interessierten sich für das Berufsbild Obuslenker und mit knapp der Hälfte wurden konkrete Termine für weitere Bewerbungsschritte vereinbart. Eine aufregende Zeit können sich noch einige erinnern. Aber ich habe durchgebissen, weil das Obusfahren ist einfach, taugt mir einfach. Und war es recht schwer, die Ausbildung zum Obuslenker? Nein, überhaupt nicht. Also ich sage, das wird so gut gelernt. Also wenn das wer mir beibringen kann, dann kann das wirklich. Die machen das super, ehrlich, das ist ein Wahnsinn. Nein, und mich freut es heute noch. Nach 11 Jahren freut es mich eben noch. Also ich wollte aus meinem alten Beruf einfach raus, aus dem Büroalltag. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich ganz was Neues. Und durch das, dass meine Mama schon Obuslenkerin ist, habe ich mir gedacht, genau das ist jetzt das Richtige für mich. Was würdest du deinen Kindern empfehlen? Werdet Obuslenker. Na dann wünschen wir weiterhin toi 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 auf Salzburg Straßen. Sollten Sie sich ebenfalls als Obuslenkerin oder Obuslenker bewerben wollen, dann kontaktieren Sie uns einfach. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Website.